Hallo meine Lieben. Es gibt natürlich zur Intuition einen starken Gegenspieler, das ist unser Ego. Aber ich kann dir sagen, auch das ist ganz leicht zu erkennen. Wann spricht mein Ego und wann ist es meine Intuition? Wann immer du dir eine Frage stellst, einfach völlig absichtslos, du stellst dir eine Frage, kommt eine Antwort. Das kann ein Gefühl sein, es kann Worte sein, es kann alles Mögliche sein, Bilder sein. Und das, was als erstes kommt, das ist immer deine Intuition. Was danach kommt, das ist das Ego, das dann sagt, ja, das funktioniert doch nicht oder das kann doch gar nicht sein, bla bla bla. Diese Diskussion, die du kennst. Das heißt, wann immer du unsicher bist, schau drauf, welche Antwort kam oder kommt zuerst. Das ist Intuition, das ist Bauchgefühl und alles, was danach kommt, ist das Ego, das das Ganze mal wieder bewerten muss. Die Intuition bewertet nicht. Die gibt einfach nur eine Antwort.